Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Sarah May in der Secret World. Und wir haben coole Musik im Hintergrund. Weil wir sind im Lager der Ja, wie kann man nochmal tanzen? Slash Emote. Ja. Und dann, oh Gott, was ist denn das? Cap? Nee. Tab. Mit Tab kannst du die ganzen Emotes dann sehen. Dann gehst du was ein bisschen runter. Ich kann da gar nichts sehen. Musst du zweimal Tab machen. Tab, Tab. Wo suchen nach Gruppe steht. Ja. Okay. Warte. Und. Ja. Nur ohne den Punkt, weil sonst hätte ich ja schon getanzt. Und okay, gucken wir uns das doch mal an. Oh ja, sehr lustig. Ja? Muss man eben auch nochmal gucken. Was ist das mit dem Gewehr dabei? Ja, warst du wie Nazi ja auch, also. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das Gewehr mal wegstecken, Moment. Ups. Nee, auf dem Hoverboard kannst du leider nicht. Bin ich noch auf dem Hoverboard? Yep. Tatsächlich, weil so nah rausgezoomt. Ja. Uhu. Sehr schön. Und mit Nazir zusammen tanzen. Ja, okay. Nazir, hast du uns was zu erzählen? Die Sprengstoff-Quest stirbt ganz langsam. Boss! Hey, 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 die Kavallerie! Baseball! Gut gefangen! Spielen Sie gern? Los, los! Schauen Sie! C4, gutes Zeug! Aus Russland! Wir haben eine Lieferung durchgekriegt. Und mein Job ist, sie vorzubereiten. Wie Sly in Demolishing Man! Du musst sie zusammenpacken, Nasir! Sie ist, wie heißt das? Harte Nuss? Sie hat es im Blut. So wie wir alle. Wir sind Maria, die jungen Krieger. Und wir sterben langsam, wie Bruce Willis. Yippie-yay-yay, Schweinebacke! Unser Feind, er benutzt die Wasserpumpen, um die schwarze Krankheit zu verbreiten. Sie pumpen den Krebs ins Wasser, in die Erde, die Nahrungsvorräte. Bald werden alle so sein wie sie. Wie wandelnde Tote mit Tintenfischfingern am Kopf. Sehr, sehr schlimm. Aber jetzt haben wir etwas sehr, sehr Gutes. Wir schalten die Pumpen aus. Schluss mit Verseuchung. Boom! Genau wie im Bollywood-Film. Mit Happy End und Musiknummer. Ja. Ich mag ihn. Ja. Die Nebenquest nehmen wir auch direkt mit. Geben Sie mir fünf! Achso, kleine leere Munition. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal die Karte der Pumpstation studieren. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Studieren wir die auch nochmal. Ja, hier ist das Gebäude, da sind die Wachposten, wir müssen außen rum und dann alles zerstören. Ja, passt schon. Kriegen wir hin. Ja. Dabei nicht gesehen zu werden ist eine andere Sache, aber... Ja, das ist wirklich eine andere Sache. Achtung, Minen. Minen!
Dürfen wir auch nicht auslösen? Nee, die Gegner dürfen die aber auslösen, ne? Ja. Sollen wir den mal hier hinlocken, den zu den Minen? Oder ist dann der Erfolg weg? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Probier's mal. Nee, ist nur da. Gut, dann dürfen wir also kämpfen. Ja, sie dürfen uns nur nicht erreichen. Okay. Nicht in die Minen laufen, Eukalypta. Endlich hat mein Charakter auch mal einen Namen, den man sagen kann. So. Was willst du damit andeuten? Dass mein anderer Charakter nicht so einen Namen hat. So. Ach so. Der läuft zu den anderen. Komm jetzt die. Oh, dann laufen sie jetzt alle durch die Minen. Oh. Läuft. So, und hier ist jetzt so eine Tussi, ein Aufklärer. Ah, der geht auf dich, sehr schön. So muss das sein. Terra macht den DD-Tank. DD-Tank, ja, das stimmt. Das sind Munitionskisten, die dürfen wir nicht vergessen. Ach, verdammt, da war ja was. Ja, der Nasir braucht doch Munition. Na, wo seid ihr? Komm her. Wie viel hast du schon? Oh, da kommen welche. Oh, sie laufen zu dir. Wie? Ihr lauft um die Minen rum? Das ist ja aber nicht nett. Der eine läuft gleich in eine rein, ja. Ja, aber der da nicht. Warte, nochmal ein bisschen näher hinlaufen, dann kommt er nämlich auch und ist tot. Der ist tot, ne? Und den da? Das ist glaube ich, ein Wegläufer. Ne? Ja, das ist ein Wegläufer. Warte, ich suche nochmal kurz meinen Skill raus, mit dem ich ihn ein bisschen fest brenne. Ja, nicht Eisen, sondern Brennen. Und da ist er. Huch, beinahe in die Mine gelaufen. Jo, perfekt. So, die drei lassen wir da stehen, ne? Ja, dahinter müssen wir aber. Ach, Tatsache. Dann. Kommen wir mal her. Das war noch eine Munitionskiste. Die Munitionskisten habe ich jetzt 3 von 10. Ja, ich auch. Den müssen den nächsten Wachposten noch. Den dritten jetzt schon. Bleibst du wohl stehen? Bleibst du? Du bist doch gar nicht außer Sichtfeld. Hallo? Haha. Voll in die Mine gelaufen. Vor mir weg und in die Mine. So muss das sein. Ila Atun, ja, genau. Der läuft. In die Mine. Ja, so kann es doch laufen. Ich hole dich nochmal. Ach verdammt, die haben dich. Warum auch immer. Weil ich so viel Falschen geschossen habe. Nein, wie kannst du nur?
Dann gebe ich mir Mühe, als DD-Tank hier alles von dir fernzuhalten, damit du auch den Erfolg kriegst. Und dann haust du ihn ja selber raus. Ja. Das Spiel also ab zurück. Nicht. Nochmal von vorn. So ein krasser Erfolgsjunkie bin ich dann nicht. Ja, das können wir auch erst morgen dann wieder machen, wenn der abgelaufen ist. Ja. Cool, Timer. Ich weiß gar nicht, wenn man stirbt und man die dann nochmal macht, ob das dann nicht doch nochmal zählt. Das zählt nicht. Okay, die Pumpstation. So, und hier müssen wir jetzt Sprengladungen anbringen. Und hier sind noch Munitionskisten. Denk aber auch an die Kameras. Ja, hier hinten konnte man die, glaube ich, ausschalten, ne? Zumindest für kurze Zeit. So. Ich glaube ja. Ist näher dran. Ach, schade. Was habt ihr denn? Keine Sorgen, du hast ja einen Heiler mit. Ja. Da mache ich mir keine Sorgen. Da habe ich vollstes Vertrauen in dich. Ich habe aber auch jetzt gerade erst kurz bevor der letzte gefallen ist. Ups. Nein, nein, nein. Nee, die Kamera ist aus. Wie kann sie dich denn noch? Ja, die sind schon wieder an. Ja, ich hab sie gerade wieder ausgemacht. Ja, fuck. Warte mal, dann müssen wir den da auch noch. Hier sind auch noch Leute. Ja, Moment. Ja, war so klar. Nicht Kerl. Viel zu Schleichmodus. Ja, komm, machen wir den Metzelmodus hier mit auch. Ja, den kann ich irgendwie besser. So, hier müssen wir noch einen irgendwie anbringen. Ach ja, da oben an der auch noch machen. Hier muss eine hin. Irgendwo. Ich glaube eher, dass das die hinten dran ist, wo man ein bisschen hüpfen muss. Aber hier ist doch auch irgendwo. Hier muss doch auch irgendwo eine hin. Hier. Ja, und die letzte ist hinten dran. Moment. Ja. Das mit dem Hüpfen kommt erst später. Jetzt oben auf der Anlage eine platzieren. Müssen wir oben drauf. Dann auf den Dampf aufpassen. Keine Ahnung wieso. Ich habe nichts gezogen. Ah, jetzt. So.
Ja. Und jetzt kommt die. Böses Video. Wie können sie nur? Toll. Den Aufseher aufhalten, bevor er die Sprengladung bemerkt. Ich bin mal nackt. Yay. Weil das Video das genau dank. Was hast du das denn geschafft? Ja, weil genau da das Video kam, wo ich verhüllt war, vom Hoverboard. So. Ich wollte es nicht abbrechen. So habe ich dann auch gleich nochmal ein bisschen. Dann biete ich doch meinen Zuschauern noch was hier. Ja. Wenn sie eben schon den Bug nicht gesehen haben. Ja, da wird nicht auch. So, hier, Lesrak, bitteschön. Soll ich ja noch mal ein bisschen tanzen? Moment, das kriege ich hin. Ja, mitten im Feindgebiet. Da hat er noch was zu gucken. Oh Mann, oh Mann. Schlimm. So, ich glaube, die andere Richtung müssen wir hier oben drüber, oder? Ja, ist so klar. Ich würde die Tiefe alle magisch an. Wow. Bestimmt. Aber so ist mehr Zeug für uns. Hüpf, hüpf. Bericht für Nasir. Mhm. Ey, wenn es rumpelt, kann ich sie nicht richtig anklicken hier. Ja, das sind ja die Sprengladungen, die gerade hochgehen. Ja, und wir kriegen eine neue Waffe. Machen die denn irgendwas Tolles? Was toller ist, als das, was meine bisherige Waffe kann? Nein. Um es kurz zu machen. Ab in den Waffenslot. Ein paar Glyphen haben wir noch gekriegt. Jede Menge KP. Okay, dann müssen wir jetzt zurück zu Nasir. Mhm. Währenddessen kannst du dich wieder anziehen, wenn du magst. Ich bin angezogen. Hä? Ich doch wieder angezogen. Nein, bei mir nicht. Nein! Wirklich? Ja, hier. Ja. Geht ja mal gar nicht. Da hat er, nee, das geht ja nicht. ich gönne mir einiges, ja, aber nicht so viel. Nein. Also eine ganze Folge voll? Nee. Ein großer Erfolg! Sehr schön. KP. Wissen wir auch gleich, wie wir die Folge nennen? Nackt in der Wüste. Nackt unter Feinden. So, ja, jetzt hier Demolition Man. Okay. Hallo, hallo! Die Mission war ein voller Erfolg. Es gibt noch viel zu tun. Noch haben wir nicht gesiegt. Shani ist immer besorgt. Das ist ihr Job. Sie führt uns an, trägt die Verantwortung. Und ich? Ich bin jung und glaube noch an unseren Sieg. Ich wirke vielleicht nicht ernsthaft. Meine Schwester wurde von einer Bestie aus den Bergen gefressen. Meine Mutter wurde von Kultisten verschleppt, als ich 11 war. Mein Vater starb, als er sie retten wollte. Ich meine es sehr ernst. Aber wenn wir keinen Spaß mehr haben können und keine Freude am Leben haben, gewinnen die. Na los, Boss, tanzen! Egal, was sie von Nasir halten, er ist der Beste in seinem Job. Das Kriegsglück wechselt ständig. Ihre Hilfe ist sehr wertvoll. Aber wir kämpfen schon sehr lange in diesem Krieg. Und sie... Sie haben viele Dinge zu erledigen. An vielen Orten. Dies ist nur einer davon.
Aber jetzt sind sie hier, Boss, und helfen uns, unser Schicksal zu erfüllen. Die Pumpen verteilen das Gift nur. Wir können sie zerstören. Aber die Quelle der Verderbtheit liegt tief in den Bergen. Dann zerstören wir eben den Berg. Für die jungen Krieger ist einfach nichts unmöglich. Yeah! Da tanzt er. Ja. Am Morgen bis abends. Mit einer Nacht auch noch. Wir werden Ihnen ewig dankbar Bitte? Sein. Von morgens bis abends und mitten in der Nacht auch noch. Ja. Ich glaube, hier war irgendwo Wissen drin gelassen, ne? Ja, was? Ja, hier hinten war Wissen. Okay, so. Oh, diese Quest, auch da bin ich 1 Million Mal gestorben. Ach Gottchen, das ist ja schon wieder mit AOE. Njam, njam, njam. Hab ich da noch? Mhm. Schießen. Jetzt habe ich gerade den schönen Absaugeffekt, es ist kein Gegner da. Ja, ne? Das ist auch richtig fies. Ich gemein zu dir. Ich frage mich ja, wenn dieser Bug kommt, ob es bei den Männern auch so ist. Dass die, wenn die im Outfit sind, auch Splitterfasernackt. Und wie sie denn aussehen, ob sie dann auch Smileys haben? Smileys zwischen den Lippen? Nee, auf den Brustwarzen, weil, Nein, es gibt ja auch diese, die Version, da haben sie auch keine Smileys. Ja, das ist ja wieder total frauenfeindlich. Wieso? Na, wir haben Smileys drauf und Männer nicht. Das ist auch männerfeindlich. Männer haben keine Smileys. Oder sehe ich da was falsch? Naja, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn Frauen auch ohne Smileys wären. Das, dann kannst du das Spiel nicht mehr in den USA verkaufen. Ja, die machen ja so ein Tabu daraus. Das ist so natürlich. Smileys? Nein! Ohne Smileys. Sind nicht genügend Ziele in der Reichweite? Doch, der Laster. Oder hast du schon den anderen Laster zerstört? Ich habe den anderen Laster hier zerstört. Achso, gut, dann müssen wir jetzt zur Basis gehen, ne? Ja. Lauf, Eukalypta, lauf! Und klettern. Nein. Hi. So. Bam. Bravo. Hast du ja eigentlich auch schon was gesehen? Nee, doch nicht. Der ist gut. Geh mal. Da kommen die nächsten. Gut, dass es hier kein Friendly Fire gibt. Ja.
jetzt müssen wir nur noch hier die ganzen Sachen einsammeln, die die Leute verloren haben. So. Und da dürfen wir noch ein paar hauen. Hauen ist gut. Warte. So eine kleine Diashow. Diashow? Ach, weil es ruckelt, oder was? Ja. Ja, bei mir auch ein ganz kleines bisschen, aber nicht viel. Ein kleines bisschen ist ja okay, aber wenn du so schießen willst und auf einmal sind sie hinter dir und denkst so, eben war sie noch vor dir und jetzt sind sie hinter dir. Was hast du falsch gemacht? Und schlafen tue ich ja nicht. Nee. Aber manchmal passiert das in der Secret Welt in Ruckland. Oh ja. Yay, nur noch zwei. Zwei sind doch langweilig. Sterben so schnell, ne? Ja. Ja, ich glaube, wenn ich hier alleine unterwegs wäre, dann wäre das nicht so einfach. Nee. Zum Schmutz. Bleh. Sprengen. Und springen. Beiden. Ich geh ein bisschen in Deckung. Man weiß ja nie. Ach nee, wir müssen da noch eins. Eins müssen wir noch. Ja. Und dann. Und das große Vieh. Jetzt hol ich schon mal meine Buffs. Haha. Ich hab Terra. Der Schmutz nicht. Ja, das stimmt. Orochi-Instrumente. Kann man ja mitnehmen. Den Schmutz nicht. Niemand mag den Schmutz. Aber der hat so viel gesprochen. Malael hat ihn angebetet, angeblich. Naja, ich habe ihn auch angebetet, weil ich nicht wusste, dass es der Schmutz ist. Aber jetzt ist es schon wieder gespoilert. Naja, wir werden es noch erleben, hoffentlich. Ja, irgendwann komme ich wieder nie dafür. Es ist nur noch zwei Gebiete weg. So, dann können wir hier irgendwie gleich noch auf die Steine wieder drauf. Hier ist noch erstmal eine Heuschrecke. Mhm. Kann man hier rüber? Oh, verdammt. D.
den toten Busch anklicken. Sich ein paar Schwarzbarren einsammeln. Zwei Stück. Wow! Ja. Die sind doch wichtig. Ja, die sind sie in der Tat. Und ja, mit diesem schönen Schlussbild mit zwei angezogenen Damen entlassen wir euch in den Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Sarah May und euer Koali. Tschüss. Meow, 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 meow